Waschbox! Ja, ja. Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, mal direkt aus der City. Vorne haben wir gerade schon Bullen gesichtet, ne? Am Kreisverkehr, deswegen wird... Mein Gaszug ist gerissen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach danach wieder, wenn ich mein Gaszug jetzt gefixt habe, obwohl da vorne irgendwo Bullen gefahren sind. Das läuft natürlich perfekt. Digga, ich wollte gerade hochziehen. So, Gaszug ist gefixt. Danke an MarvinDT. Instagram ist auf jeden Fall verlinkt. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall waschen. Genau. Zum Glück ist mein Gaszug nur so ein Stück gerissen, direkt am Gaszug Nippel, und ich hatte, das musste mit einem 2er-Imbus gemacht werden, aber ich hatte keinen 2er-Imbus, ich hatte nur einen 10er Torx oder so, und der ist ein bisschen zu groß. Ja. So. Die Aerox muss aber auch auf jeden Fall gewaschen werden, weil, wie man hier vorne sieht, fett Vogelschiss, alles voll mit Staub. Das ist nicht mehr so schön. Voila! So, machen wir erstmal Powerschaum, ne? Geil! Ich muss sagen, so ein Weiß gefällt mir auch. Voila! Besser ist das. Und jetzt klar spülen. Cent Scheiß drauf. So, Karre ist jetzt wieder sauber. Ich hoffe, der Gaszug hält jetzt auch. Und denkt immer dran, nach dem Waschen immer die Bremsen einmal hier schön immer, ne, blockieren lassen und so, ne? Ne, will gerade nicht. Ganz entspannt, Junge, auf ganz entspannt. Ich krieg die Aerox leider noch nicht bei so einer hohen Geschwindigkeit hoch. Das liegt aber an meinem generellen Setup. Und an dem Gewicht halt von der Aerox, ne? Das ist ganz klar. Boah, ich weiß gar nicht, ob man mich versteht. Es ist so windig und die Roller sind so laut. Und er zieht ja auch ganz entspannt hoch. Und wheelt um die Kurve. Ah, schafft er, schafft er. Ah. Seine Fuß hat
aber so unglaublich schnell. Da komme ich leider mit der Aerox nicht hinterher. Falls ihr euch fragt, wo wir hinfahren, boah, ich weiß gar nicht, ob ich Wasserflecken auf der Liste habe. Falls ihr euch fragt, wo wir hinfahren, wir fahren jetzt zum Spot. Boah, Alter, ist das windig, Junge. Der Ekler. Jetzt muss ich mal eben einen kleinen Break machen und dann sehen wir uns beim Spot wieder. So, da sind wir auch wieder am Spot, ne? Und jetzt machen wir mal direkt hier einen Wheelie, ne? Oh, ich hab... Oh mein Gott, Alter, ich hab 2 Bar in meinen Reifen reingepackt, Alter, eben. Das ist ja sowas von weird zu weird, Alter. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen Luft raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne, da muss noch was von Luft raus. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video jetzt gefallen hat, ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme, aber dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Das Video war jetzt ein bisschen ohne Wheelies, weil ich einfach Angst hatte vor meinem Gasdruck, dass der mir wieder in der City reißt und ich dann wieder da stehe ohne Werkzeug. Jetzt am Spot hier ist egal. Aber in der City muss es jetzt nicht unbedingt so sein, ne? Deswegen. Ich werde jetzt hier am Spot noch ein Video aufnehmen. Das kommt dann ein paar Tage später, ne? Da werde ich Stefan seine Booster-Probe fahren, sofern jetzt nichts irgendwie dazwischen kommt mit Karre geht kaputt oder so. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut da rein, ciao!